Hi, seid ihr auch schon wieder da? Weiter geht's. Die Vorderzange habe ich hier gestern noch angeleimt. Da mir Festool kein Domino-Spenden sponsoren will, nein, ich habe da nicht gefragt. Und mit dem Lamello wollte ich es auch nicht machen, ich habe es einfach nur angeleimt. Buche so sauber glatt geschnitten aufeinander sollte halten. Ja, hier ist ein bisschen mehr wie Leim überstand. Ja. Das schlagen wir hier gleich noch mal ein Stückchen rein. Übrigens, fällt mir ein. Wenn jemand Interesse an den Werkzeugen hat, die ich hier verwende, zumindest teilweise, die sind jetzt unten unter der Videobeschreibung immer verlinkt. Kennt ihr von anderen über Amazon? Vielleicht kommt noch ein anderer Händler mit dazu. Und wenn er da was von kauft, kriege ich ein paar Cent Provision, damit mal hier so ein bisschen die Kosten wieder reinkommen. Gerade die Kamera, die ich jetzt hier verwende, ich habe mir jetzt die GoPro Hero geholt. Die 10 mit dem Creators Bundle, mit so einem Media Mod und einem Akkugriff dazu. Ja. Aber es lohnt sich. Die Bilder, die Aufnahmen finde ich in den letzten paar Videos, wo ich die verwendet habe, sind einfach deutlich besser geworden. Schon alleine durch den Weitwinkel in der kleinen Werkstatt hier ist es einfach nur cool. Da krieg ich von GoPro kein Geld für, trotzdem habe ich es euch unten verlinkt. Nach wie vor alles alleine gekauft hier. Und ich glaube auch nicht, dass ich das bei so ein paar Abonnenten, die ich hier habe, wobei wir haben jetzt gerade die 240 geknackt, dass sich das ändern wird, dass wir hier mal irgendwie Sponsoren kriegen oder so, um euch ein paar coole Sachen vorzustellen. Was mich wirklich reizen würde, wäre von 3M das Schleifpapier für meinen Schwingschleifer. Die Ergebnisse, was ich da neulich bei dem Jonas Winkler gesehen habe, die waren schon cool. So, aber darüber wollen wir nicht reden. Wir wollen jetzt hierüber reden. Wir haben jetzt hier unsere Vorderzange. Die stecken wir mal probehalber rein. Und wenn ich es falsch rum angebaut habe, genauso soll es sein. Es soll ein paar Zentimeter höher sein, damit wir das nachher hier bündig hobeln können. Wenn ihr euch so eine Vorderzange baut, könnt ihr das hier überhaupt sehen jetzt? Nö. Ja, die ist viel zu lang. Aber ich hatte diese Führungsstangen da, ich habe die Windestange da gehabt. Also was soll's. Die Hülsen habe ich mir aus Messing gedreht. Steht jetzt hier ein klein bisschen über. Ist auch extra so gemacht, weil es hier oben nicht mehr so schön und dann können wir das nachher wunderbar bündig hobeln. Wenn ihr euch sowas baut und macht hier so eine Löcher rein, um irgendwas anzuspannen, macht euch hier unten ein Querloch noch mit drin. Damit, wenn hier was drin fliegt, da popelt ihr sonst wie blöd. So fällt es einfach dann unten raus. Ich überlege gerade, ich werde mir hier so ja noch ein drittes drin setzen. Ist ja nicht, warum ich das damals hier gemacht habe. Ja, wir machen hier noch ein drittes. Und dementsprechend dann hier drei Reihen rüber. Viel weiter kann ich hier nicht rangehen. Hier hinten könnten wir noch ein bisschen weiter rüber was machen. Aber hier in der Mitte sollen keine Löcher rein. Erstens möchte ich die Fläche haben, dass mir da nichts reinfällt. Und
Ja, dass mir nichts reinfällt und wenn mir was reinfällt, komme ich nicht mehr ran oder ich muss die ganze Platte abschrauben, das will ich auch nicht. Für die Rückseite, um das zu fixieren, einfach eine Mutter auf ein Stück Flacheisen geschweißt, Bohrung drin, schrauben wir jetzt von hinten rauf, wird ein Loch gebohrt mit einer Schraube festgemacht und dann ist unsere Werkbank schon wieder fertig. Wir müssen mal gucken, kriegen wir das hier gedreht. Ja, ich habe es natürlich befürchtet. Fünfundachtzig Stunden später. So, mein Stativ ist natürlich nicht hoch genug, aber ich denke mal, ihr seht's. Hier irgendwo ist die Mutter. Da kommt jetzt mit der Platte, da kommt jetzt bloß ein Loch in ihr Board, Schraube rein. Das ist, glaube ich, nicht schlimm, wenn ihr das nicht seht. Sag's euch, bin ich der Hobelexperte. So, haben wir drunter gehobelt. Schön bündig. Fertig. Jetzt machen wir hier noch eine Bohrung drin. Und dann nehmen wir die Lochras darüber. Überlege, eigentlich reichen hier zwei rein, brauchen wir nicht so viel bohren. Und dann so alle 20 cm. Circa, wie viel haben wir denn hier gehabt? Hier haben wir irgendwas um die 10 gehabt. 15. Na, wir gucken mal. Mann, das ist ja eine blöde Aufnahme. So blöd, dass man bei den Akkubohrmaschinen immer kein Futter einspannen kann. Ich habe hier noch so eine ganz alte Bohrmaschine. Und so ein ganz einfache Dingens für so eine Bohrung. Damit wir immer halbwegs gerade bohren. Und was soll ich euch sagen? Aufnahmen. Diese wunderschöne Baustelle. Hat hier rüber passt. Aber keine Ahnung, wer so einen Scheiß macht. Man kann sie ja nicht hochschieben, weil hier an der Bohrmaschine nicht vorbeikommt. Ja, zum Glück haben wir ja noch mal einen da.
Warum haben Akkubohrer oder Akkubohrmaschinen eigentlich nicht so einen Hals, dass man sowas da festmachen kann? Kann mir das mal jemand erklären? So, die erste Bohrung wollen wir hier hinsetzen. Jetzt messen wir uns hier den Abstand aus, dass das gleichmäßig ist. Dreieinhalb. Na, drei. Die erste Bohrung ist klar. Die kommt hier mittig. 2 cm. So, und von hier ab jetzt 15 cm. Und bei 75 kurz vor der Kante. Das sieht gut aus. Jetzt, was haben wir hier für einen Abstand von der Bohrermitte zur Außenkante hin? Spitze bis Außenkante sind genau. Was ist das denn für ein Maß? Genau 6 cm. Gut. 6 cm kommen wir hier natürlich jetzt nicht nach außen rüber. Das heißt, wir drehen die Leiste um, weil es auf der Seite gerade ist. Übrigens, 300 Abonnenten wird wieder einer verlost. Gab noch welche. Der verrutscht. Wahrscheinlich eben. Nicht. Wenn er so eine Projekte macht, ihr könntet natürlich auch Freihand bohren. Aber schöner wird es so. Die erste Lochreihe haben wir fertig. Jetzt habe ich mir die Mitte von dem nächsten Loch hier angezeichnet. Und überlege gerade, machen wir die so dicht zusammen hier? Brauchen wir eigentlich ja nicht. Jetzt hier wirklich die Reihe noch bohren. Und dann können wir hier noch welche in der Mitte setzen. Genau. So machen wir das. Ja, dann nehmen wir uns hier mal die Mitte an, messen das bis zur Kante. Wenn er so eine Tiefenlöcher hier bohrt, zwischendurch immer mal anheben, dass die Späne rauskommen.
Nee, ich baue mir keine Absaugung aus einem Gummitrichter, weil ich da nicht mehr sehe, wo ich bohre. Auch nicht an der Standbohrmaschine. Tab, da hast du wieder einen Scheiß gebaut. Entschuldigung. Nee, aber. So leicht und so schnell könnt ihr ein Loch reinbohren. Und dafür ist so eine alte, uralte, steht ja drauf, wann die gebaut wurden, made in Schweiz, 98, 1998. Die hat hier vorne so eine Arretierung für das Bohrfutter, aber das Bohrfutter ist hier so komisch eingelassen, habe ich früher noch nie gesehen. Ich weiß ja nicht, wo die herkommt. Halt, eins haben wir noch vergessen. Oh, sehr warm. Das, was ich euch gesagt habe. Hier liegen jetzt die Späne drin. Aber die kriegt er hier, ja, man kann sie rauspusten. Aber wenn hier unten ein Loch ist, kommen sie da raus. Und deswegen wollen wir jetzt hier noch von vorne ein Loch. So könnt ihr aus einem stinknormalen Werkstattwagen euch eine richtig schöne Werkbank bauen. Gucken, vielleicht machen wir hier drüben auch noch sowas. Wir haben jetzt hier unsere Vorderzange. Ja, das Brett ist da ein bisschen schief dran. Mein Gott, ist mir egal. Ja, so einfach könnt ihr euch aus so einer Werkbank. Nee, aus einem Werkzeugschrank eine schöne Arbeitsplatte machen. Haha, passt perfekt. Die habe ich mir auf der Drehbank gemacht. Oh, hier sind sie ein bisschen lang. Okay. Gut. Kann man hier andere drin machen, aber hier kann man sie drin setzen. Und schon kann man hier Sachen wunderbar verspannen. Wenn es zu schwer rausgeht, drückt man von unten ein bisschen nach. Hat es euch gefallen? Dann lasst einen Daumen hoch da und ein Abo mit der Glocke natürlich. Würde mich auch freuen. Wir müssen jetzt natürlich, um das alles komplett fertig zu machen, die Arbeitsfläche noch mal schleifen, weil wir haben hier hinten noch so einen minimalen Übergang, den man gerade mal so mit den Fingern ertasten kann. Wir schleifen dann vom 120er hoch bis zum 1200er und anschließend wird es dann mit einem Klavierlack versehen, damit wir hier auch eine richtig schöne Oberfläche haben. Das ist eine Werkstatt. Viele Leute übertreiben es mit ihren Werkstätten. Da ist die Werkstatt Hobby und nicht die Werkstatt ein Platz, wo man sein Hobby ausübt. Bei mir ist es anders. Entschuldigung.
Also, wie gesagt, hat es euch gefallen? Lasst ein Like da. Schönes Wochenende. Achso, Abo, Daumen hoch, bla bla bla. 240 Abonnenten. Bei 300 gibt es wieder einen Speedmarker zu verewigen. Wenn wir die 300 voll haben. Das ging jetzt irgendwie rasend schnell. Das Danish Design Projekt scheint euch sehr gut gefallen zu haben. Und da kommt demnächst wahrscheinlich auch noch mal was. Da schon eine Idee, wie ich das vielleicht so ja hier in der Werkstatt verwenden kann. Muss mal gucken. Ja, bin ich mir noch nicht sicher. Mal gucken. Ja, ansonsten Sonntagmorgen geht das Video online. Übernächste Woche. Oh Mann, das ist ja Vatertag schon wieder vorbei. Na gut, also wie auch immer, eigentlich wollte man eine Motorradtour machen. Der sabbelt schon wieder wie ein Wasserfall, was die Leute überhaupt nicht interessiert. Schönen Sonntag. Tschüss.